Also wie bereits gesagt, es wird eben um historische Zeitungen und um frühneuzeitliche Zeitungen gehen, heute genauer um kleine Texte, dichte Daten und eben um Listen in historischen Zeitungen als Schatz für die Digital Humanities. Also das ist eben das Thema meiner Dissertation. Kurz vorweg zum Überblick, also ich werde damit beginnen, dass ich einen kurzen Einblick in die Digitalisierung historischer Zeitungen und ihre bisherige Erforschung gebe. Hierin anschließend werde ich dann über Listen als kleine Texte sprechen und über Strategien zur Identifizierung dieser kleinen Texte in bestehenden digitalen Ressourcen. Damit konzentriert sich also der erste Teil des Vortrags eher auf die Suche nach Listen, wohingegen der zweite Teil dann der Analyse derselben gewidmet ist, nämlich indem die Fallstudie Visiting Vienna vorgestellt wird, in deren Rahmen die Ankunftslisten des Wienerischen Diariums, also des Vorläufers der Wiener Zeitung, semiautomatisch ausgewertet werden. Abschließend wird der Vortrag dann wie üblich durch Fazit und Ausblick abgerundet. Also zuerst einmal zu einem kurzen Blick auf historische Zeitungen und Digital Humanities generell. Wie Nicholson und viele andere beobachtet haben, haben historische Zeitungen in den letzten Jahrzehnten eine Massendigitalisierung erfahren und zählen insofern als Periodika im Allgemeinen zu den am meisten digitalisierten Textsubjekten. Infolgedessen können an historischen Zeitungen interessierte User heute bereits über eine Vielzahl digitaler Ressourcen auf diese zugreifen, wie zum Beispiel, um hier nur einige Beispiele anzuführen, das Austrian Newspaper Online-Portal, das Deutsche Textarchiv, Zeitpunkt NRW, die Impresso-Applikation, DigiPress, Tessmann Digital, Chronicling America, DIFME, also Digitales Forum für Mittel- und Osteuropa und viele weitere. Alle diese genannten Ressourcen sind jedenfalls nur beispielhaft und die Auswahl auf der Folie ist auch bereits darauf beschränkt, nämlich auf deutschsprachige Zeitungen zwischen 1600 bis 1850. Also das ist das, was heute im Vortrag im Fokus stehen wird. Dennoch demonstriert die bereits relativ große Logomenge auf der Folie, dass den Usern heutzutage bereits in Bild und oder Volltext sehr viele historische Zeitungen zur Verfügung stehen. Hinzu kommt dann, dass darüber hinaus auch noch diverse Aggregatoren existieren, die erneut versuchen, Zeitungen aus den genannten Corpora und Textsammlungen in noch größerem Maßstab zusammenzustellen, wie beispielsweise das Deutsche Zeitungsportal oder Europeana Newspapers. Was genau wird da aber eigentlich an textuellem Material bereitgestellt, wenn man historische Zeitungen bereitstellt? Im Gegensatz zu literarischen Werken, Kochbüchern und anderen textuellen Objekten zeichnen sich Zeitungen insbesondere durch ihre hohe interne Heterogenität aus. Nicht nur behandeln sie nämlich eine Vielzahl an Themen und variieren auch in ihrer grafischen Gestaltung, sondern sie vereinen häufig auch verschiedene Textsorten in sich. Aus diesem Grund sprechen beispielsweise Pfefferkorn, Rieke und Schuster auch von Textsorten Netzen, die sich kontinuierlich im Wandel befinden. Für die Digital Humanities bedeutet das also, dass dass digitale Zeitungskörper und Sammlungen ihren Nutzern letztlich eine breite Palette an Erkenntnismöglichkeiten bieten. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Inhalte des Textsortennetzes Zeitung in der Praxis bislang tendenziell ungleich erforscht wurden. Nämlich ist so, dass Nachrichten und Werbeanzeigen bzw. Inserate generell oft als prototypische Zeitungstextarten angesehen wurden und deshalb bereits vielfach untersucht worden, während gerade kleine oder kleinere Texte außerhalb dieser beiden Kernkategorien häufig unbeachtet geblieben sind. Was genau meint der Begriff kleine Texte oder was ist damit jetzt gemeint? Wie Hausendorff anmerkt, ist das Adjektiv klein in diesem Fall nicht als einzelnes exklusives Charakteristikum zu lesen, sondern viel eher als eine Gruppe oder Menge an Merkmalen, die dann auch nicht zwangsweise alle zutreffen müssen, um einen Text als kleinen Text einordnen zu können. Also konkret differenziert der Autor zwischen fünf Arten, auf welche ein Text klein sein kann und welche dann gerade in prototypischen Fällen alle erfüllt sind. Also zum einen sind kleine Texte prototypischerweise klein im Sinne ihrer Größe, was bedeutet, dass sie dazu neigen, kurz und/oder kleinräumig zu sein. Zweitens wird oft angenommen, dass kleine Texte im Sinne ihrer Komplexität klein sind. Das heißt, das bedeutet, sie werden oft wahrgenommen als einfache, nicht komplexe Texte. Und diese Eigenschaft ist wiederum relativ eng mit dem dritten und vierten Punkt der Funktionalität und der Gestaltung verknüpft, da kleine Texte auch durch ihre starke Praxisorientierung und den Bezug zu einem realen Zweck sowie durch ihre eher stereotype und schablonenhafte Gestalt klein sein können. Und zuletzt kann sich dann klein auch auf eine vermeintlich niedrige Ambition beziehen, was meint, dass das sprachliche Design eines Textes zumindest auf den ersten Blick wenig ausgearbeitet oder wenig elaboriert erscheint. Also ein Beispiel für Texte, die fast alle bis alle dieser Merkmale
von kleinen Texten relativ gut erfüllen, sind eben periodisch publizierte Listen, wie sie in vielen historischen Zeitungen zu finden sind, also Listen, die wöchentlich, monatlich oder oftmals sogar in jeder Ausgabe einer Zeitung veröffentlicht wurden. Damit man sich da ein bisschen was vorstellen kann, darunter zeigt diese Folie jetzt einige Beispiele, also zu periodisch publizierten Listen, die sich bereits im 18. Jahrhundert finden lassen, gehören beispielsweise von links nach rechts Sterbelisten, wie das Beispiel hier aus der Tiroler Zeitung, Ankunftslisten, wie die abgebildete aus der Münchner Zeitung, Heiratslisten, wie das verzierte Beispiel in der Mitte aus einer Zeitung aus Pennsylvania, oder Theateraufführungslisten, wie das Beispiel aus der Wiener Zeitung in der oberen rechten Ecke. Und außerdem können dann auch mehrere Arten von Listen in einem Text zusammengefasst werden, wie wir in der letzten Beispiel rechts unten aus dem Luxemburger Wort sehen. Also diese Liste trägt den Titel Zivilstand der Stadt Luxemburg und sie kombiniert hier Geburts-, Heirats- und Sterbeliste in einen Text. Also in diesen Beispielen kann man bereits erkennen, solche Listen neigen eben dazu, eher kurz und scheinbar simpel zu sein. Das heißt, sie fallen eben genau unter diesen Begriff kleine Texte und sie nehmen üblicherweise nur wenig Raum innerhalb von Zeitungen ein, weisen oft eine schablonenhafte Form auf und werden eben als primär praktische Texte üblicherweise weder mit kreativen und komplexen Formulierungen noch mit literarischen Ambitionen in Verbindung gebracht. Nach Schaffrick und Werber sowie Waldispühl sind es aber eben genau diese, beziehungsweise diese ihnen unterstellten Eigenschaften von Listen, die dazu beigetragen haben, dass dieser Texttyp in der Forschung bisher übersehen wurde. Weil insgesamt zeigt sich in der Forschungslandschaft hier eine relativ starke Lücke. Obwohl periodisch publizierte Listen eben einen gängigen Bestandteil historischer Zeitungen darstellen, wurden sie bisher weder theoretisch beschrieben noch empirisch untersucht. Stattdessen werden sie teilweise bereits in der Phase der Volltextdigitalisierung von historischen Zeitungen ausgelassen, was sie dann wiederum natürlich noch unsichtbarer und unzugänglicher für Wissenschaft und Öffentlichkeit macht. Es ist natürlich so, dass solche Entscheidungen von Digitalisierungsprojekten auch immer auf grundsätzliche zeitliche und finanzielle Beschränkungen zurückzuführen sind, indem Digitalisierungsprojekte grundsätzlich dazu gezwungen sind, eine Auswahl des zu digitalisierenden Materials zu treffen. Dennoch ist es aber auch spannend zu beobachten, was dann genau in solchen Fällen ausgeschlossen wird. Und gerade diese eben dadurch entstehenden Lücken können dann anschaulich zeigen, welche Texttypen im Fokus stehen. Und hier zeigt sich eben, dass das Potenzial von Listen unterschätzt wurde. Dazu ein konkretes Beispiel. Also man sieht hier die Augsburger Allgemeine Zeitung im Deutschen Textarchiv. Und im Rahmen dieses Digitalisierungsprojekts wurden alle periodisch veröffentlichten Listen, also auch solche, die zu lang sind, wie die hier eingerahmte mit dem Titel Personalnachrichten, grundsätzlich von der Volltextdigitalisierung ausgeschlossen. Das heißt, diese wurden nicht transkribiert und können folglich dann auch bei einer Volltextsuche im Deutschen Textarchiv nicht gefunden werden. Stattdessen sind diese Listen einzig in den Faksimiles selbst sichtbar und erscheinen innerhalb der digitalen Edition nur in Form von einer hier rot markierten Randnotiz, die auf ihre Existenz verweist, nämlich hier als, ich zitiere, irrelevantes Material. Das ist natürlich ein sehr plakatives Beispiel und jetzt auch nicht als Kritik an dieser digitalen Ressource gemeint, aber es zeigt eben in Kombination mit ähnlichen Fällen und der generellen Forschungslücke eben, wie stark die Zeitungstextsorte der Liste in den Digital Humanities bisher unterschätzt und übersehen worden ist. Und eben ausgehend von dieser Forschungslücke widmet sich mein Dissertationsprojekt, das eben im Mittelpunkt des heutigen Vortrags steht und durch ein ÖAW-Doc-Stipendium gefördert wird, der Identifikation und Analyse von periodisch veröffentlichten Listen und Listentypen in deutschsprachigen Zeitungen zwischen 1600 und 1850. Genauer sollen die kleinen Texte einerseits in bestehenden digitalen Corpora und Textsammlungen identifiziert werden und andererseits sowohl hinsichtlich ihrer textuellen Eigenschaften als auch eben hinsichtlich ihrer Herausforderungen und Potenziale für automatische Ansätze in den Digital Humanities untersucht werden. Die erste Herausforderung des Projekts liegt dabei jedenfalls in der Suche nach einem Texttyp oder einer Textsorte anstelle eines konkreten Textes, einer konkreten Entität oder eines konkreten Themas. Generell können nämlich alle Textsorten potenziell auch immer heterogenere Vertreter umfassen, die nur wenige Merkmale miteinander teilen, was es dann schwierig macht, einen universellen Ansatz zu finden, der alle zu interessierenden Fälle abdeckt.
Also im Falle von periodisch publizierten Listen zum Beispiel kann sowohl der lexikalische Inhalt als auch die typografische Struktur je nach Zeitung, Zeitpunkt und Listentyp variieren und insofern nicht präskriptiv definiert werden. Um dann noch genauere Beispiele zu geben, also Listen von Theateraufführungen verwenden beispielsweise höchstwahrscheinlich einen ganz anderen Wortschatz als Listen verstorbener Personen oder Listen von Preisen. Und gleichzeitig ist es so, dass Listenelemente auch durch Zeilenumbrüche und Einrückungen getrennt sein können, aber sie müssen das eben nicht, wie zum Beispiel auch die Faksimile das auf der rechten Seite zeigen. Also oben beispielsweise ist es eine Liste im Fließtext. Und es muss eben also eine breite Palette von Listen abgedeckt werden und folglich ist es notwendig, hier eine Art Mixed Methods Ansatz zu verwenden, der mehrere Suchstrategien miteinander kombiniert. Genauer werden derzeit vier verschiedene Ansätze verwendet, um in digitalen Zeitungssammlungen nach Listen zu suchen, wobei der erste hiervon in der Nachnutzung bereits bestehender, also bereits existierender Annotationen besteht. Neben Faksimiles und Volltexten beinhalten nämlich einige der verfügbaren Ressourcen bereits strukturelle oder semantische Auszeichnungen. Das am ACDHCH stellte Wienerische Digitarium beispielsweise bietet seinen Nutzern und Nutzerinnen über 300 digitalisierte Volltextausgaben der Historischen Wiener Zeitung im XMLTi-Format. Und dabei wurden Listen, also sowohl einzelne als auch periodisch publizierte, manuell mit dem TI-Element List annotiert, wie man eben an dem exemplarischen Ausschnitt rechts sehen kann. Und jeder Listeneintrag wurde dann weiters also mit dem Element Item ausgezeichnet. Das heißt, der Inhalt der Liste wurde auch weiter differenziert. Das bedeutet für Nutzer und Nutzerinnen eben, dass tatsächlich nach Listen gesucht werden kann, indem man zum Beispiel unter Verwendung von OxyGen und XPath, Beautiful Soup oder anderen XML-Parsing-Tools nach bestimmten strukturellen Annotationen sucht. Die Beschränkung dieses Ansatzes besteht aber darin, dass solche bestehenden strukturellen oder semantischen Annotationen historischer Zeitungen klar eine Ausnahme in der digitalen Landschaft darstellen. Viel häufiger ist man üblicherweise darauf beschränkt, Ressourcen zu nutzen, die zusätzlich zu Faksimiles nur über OCR erstellte, unkorrigierte Volltexte bereitstellen. Und das kann besonders im Falle von eben Frakturtexten, Listen mit komplexen Layouts oder schlechter Bildqualität dann immer potenziell zu einer niedrigen Volltextqualität führen, wie man es hier in der Abbildung sieht. Hier sieht man nicht ein Digitalisat aus dem Austrian Newspaper Online-Portal. Und wenn man Faksimile und Volltext hier vergleicht, also genauer den Volltext von den drei eingerahmten Listeneinträgen, dann sieht man, dass hier der Großteil der Wörter falsch erkannt worden ist. Und insofern würde dann dieser Text auch weder bei der Volltextsuche gefunden werden, noch würde er wahrscheinlich erfolgreich annotiert werden können mit automatischen Annotationsansätzen. Das heißt eben, dass eine solche niedrige Volltextqualität die Anreicherung einer Zeitung durch Annotationen natürlich erschwert, wenn nicht sogar vollständig unmöglich macht, weshalb der erste Suchansatz einer Annotationswiederverwendung in solchen Fällen natürlich nicht anwendbar ist. Aber auch über diese Suchstrategie hinaus ist diese Beobachtung natürlich relevant, denn auch alle anderen Ansätze, um eben Listen in historischen Zeitungen zu finden, müssen folglich diese potenzielle Einschränkung durch OCR-Fehler und niedrigere Volltextqualität dann immer ebenfalls in ihrem Vorgehen berücksichtigen. Ein Ansatz, der diese Herausforderung mit einbezieht und die Suche, ist beispielsweise die Suche nach Listen über wiederverwendete Wörter oder Phrasen, also eine Art Reuse-Ratio, das berechnet wird. Was genau bedeutet das? Also generell beinhalten viele periodisch veröffentlichte Listen wiederkehrenden Wortschatz und zwar auf drei Arten, nämlich erstens wiederkehrenden Wortschatz innerhalb einer Ausgabe, also beispielsweise Währungen in Preislisten oder wie man sie rechts sieht, Altersangaben in Todesanzeigen. Also hier zum Beispiel ist es immer J für Jahr für Altersangaben bei Gestorbenen. Gleichzeitig ist es auch so, dass zum Beispiel der Titel einer Liste hier in Blau markiert und ihre Untertitel oft von Ausgabe zu Ausgabe wiederholt werden. Und es ist sogar so, dass bestimmte Schlüsselbegriffe möglicherweise mit ähnlichen Listentiteln in anderen Zeitungen geteilt werden können. Also all diese Begriffe können eben genutzt werden. Der Begriff Zivilstand beispielsweise, der hier in Rot markiert ist, wurde möglicherweise mehr als einmal verwendet, um Geburts-, Heirats- und Tod- und Sterbelisten zusammenzufassen. Daher ist es eben sinnvoll, nach solchen Begriffen in ganzen Zeitungen oder ganzen Zeitungskorpora zu suchen, da eben gerade große Datensätze nicht nur ermöglichen könnten, dass musterperiodische Wortwiederverwendungen gefunden werden, sondern es hilft natürlich auch dabei,
potenzielle OCR-Fehler zu relativieren. Als Beispiel kann man sich die Wiederverwendung des Begriffs Zivilstand innerhalb der Plattform Zeitpunkt NRW anschauen. Zeitpunkt NRW ist ein vom Bundesland Nordrhein-Westfalen gegründetes Zeitungsportal, das über 400 lokale deutschsprachige Zeitungen anbietet, von denen auch 112 Exemplare zeitweise zwischen 1600 und 1850 veröffentlicht wurden. Und ausgehend von einer Liste dieser 112 Zeitungen wurde ein Webcrawler erstellt, der den Begriff Zivilstand abfragt, also genau die Anzahl an Seiten, die den Begriff Zivilstand enthalten. Und zusätzlich wurde dieselbe Abfrage auch für die Konjunktion und durchgeführt, um die Gesamtzahl der Seiten und ihre Volltextqualität annähernd zu bestimmen. Also dieser Wert wurde dann verwendet, um einen ungefähren Prozentsatz der Seiten pro Zeitung zu berechnen, die eben das Wort Zivilstand enthalten. Weil theoretisch war die Idee, dass dann gerade ein hoher relativer Anteil, also so eine Art hohes Reuse-Ratio, dann eine hohe Wahrscheinlichkeit bedeuten würde, dass eine Zeitung periodisch veröffentlichte Listen mit dem Wort Zivilstand im Titel enthält. Um einen besseren Überblick über die Ergebnisse zu halten, wurde jeder Zeitung dann eine Nummer zugewiesen und sie wurde hier beispielhaft als Teil einer Heatmap visualisiert. Wie man eben auf dieser Heatmap erkennen kann, gibt es eben dann mehrere Fälle, die ein hohes Potenzial für das Einschließen von periodisch veröffentlichten Listen mit Zivilstand im Titel aufzeigen. Also zum Beispiel die Nummer 90, 70, 79 und so weiter. Um dem Ganzen nachzugehen, habe ich dann alle Zeitungen mit einem Anteil von 4 oder mehr % genauer betrachtet und dabei hat sich gezeigt, dass alle 16 Fälle mit einem solchen Wert tatsächlich periodisch publizierte Listen zum Zivilstand einer Stadt beinhalten. Auf methodischer Ebene spricht das also sehr stark dafür, dass ein Maß der Wortwiederverwendung oder Reuse-Ratio als ein Weg genutzt werden kann, um periodische Listen oder vielleicht auch andere periodisch publizierte Texte systematisch zu identifizieren. Gleichzeitig ist es so, wie bereits vorhin erwähnt, unwahrscheinlich, dass ein Ansatz auf alle Arten von Listen anwendbar ist. Und es macht Sinn, dass man sich nicht nur auf den sprachlichen Text für die Suche begrenzt, sondern auch die visuell-typografische Ebene mit einbezieht, nämlich mit Hilfe von Modellen zur Layout-Erkennung. Betrachtet man nämlich die visuelle Textoberfläche von Listen, dann zeigt sich, dass nicht alle, aber doch relativ viele Listen eine Tendenz aufweisen, dass sie mehr Zeilenumbrüche, Einrückungen, Zwischenüberschriften und im Allgemeinen mehr Whitespace beinhalten als beispielsweise Nachrichtentexte. Dieser Unterschied kann also genutzt werden, um hier zu differenzieren und es können spezifische Layout-Erkennungsmodelle für Listen trainiert und verwendet werden. Auf diese Weise können dann bisher unbekannte Listen in großen Mengen an Bilddaten entdeckt und optional auch gleich automatisch strukturell annotiert werden. Hier wieder erneut ein konkretes Beispiel, nämlich jetzt mit Blick auf die historische Wiener Zeitung. Also diese Zeitung enthält eben verschiedene Listen, darunter auch eine Sterbeliste, wie sie hier abgebildet ist, also Liste deren Verstorbenen zu Wien. Mit Hilfe der Transkriptionsplattform Transkribus wurden hier diverse Ausgaben der Wiener Zeitung strukturell annotiert, wobei unter anderem zwischen Absätzen, also hier in Türkis, Überschriften hier in Rosa, Kustoden hier in grünlich und dann noch Listen hier in lila differenziert wurden. Und basierend eben auf diesen annotierten Seiten wurde dann ein sogenanntes Transkribus Field Model, also eine Art der von Transkribus angebotenen Layout-Erkennungsmodelle, trainiert und seine Ergebnisse anhand neuer Ausgaben evaluiert. Falls nötig, wurden dann außerdem weitere Ausgaben annotiert und das Modell neu trainiert. Gegenwärtig ist dieses Modell jetzt in der dritten Iteration auf 300 vollständig annotierten Seiten der historischen Wiener Zeitung und weist eine Genauigkeit von 80 bis 90% auf. Das heißt, es ist eben sehr nützlich, um Listen innerhalb dieser Zeitung zu identifizieren. Gleichzeitig kann dieses Modell dann auch auf Zeitungen mit einem mehr oder weniger ähnlichen Layout angewendet werden und hilft also auch, Listen in anderen Zeitungen aufzudecken. Also auf der Folie sieht man beispielhafte Ergebnisse solcher Versuche, nämlich links mit der Pressburger Zeitung und rechts mit der Grazer Zeitung. Und in beiden Fällen wurden eben Listen, hier ebenfalls Sterbelisten, auch erfolgreich erkannt. Also es zeigt eben ein hohes Potenzial auf. Das heißt, es handelt sich hierbei wieder um einen weiteren denkbaren Weg, um erfolgreich nach Listen in historischen Zeitungen zu suchen. Damit kommen wir zur letzten Suchstrategie, nämlich traditionellem Close Reading. Die drei bisher vorgestellten Methoden könnte man als Formen eines Distant Readings oder auf jeden Fall als distantere Zugänge verstehen.
weshalb sie jedenfalls durch den traditionellen Ansatz eines Close Readings ergänzt werden könnten. Hierfür macht es Sinn, zufällige zeitlich verteilte Stichproben pro Zeitung zu ziehen, zum Beispiel 3 Ausgaben pro Jahr oder 10 Ausgaben pro Jahrzehnt. Und um diese Stichprobe an einem Ort zu sammeln, ist es sehr hilfreich, dass die meisten oder sehr viele Zeitungssammlungen inzwischen eine IIIF-Image-API anbieten, über welche Stichproben von Faksimiles systematisch in präferierte Viewer exportiert werden können. Das heißt, auf diese Weise, also über Close Reading, können dann auch solche Arten von Listen gefunden werden, die bei den bisherigen Ansätzen möglicherweise untergegangen sind, aber ebenfalls berücksichtigt werden sollten. Insgesamt ergänzen sich die 4 präsentierten Suchstrategien damit also nicht nur, sondern sie informieren sich eigentlich auch kontinuierlich gegenseitig. Wird also beispielsweise ein neuer Listentypus durch die Layout-Analyse entdeckt, dann kann wiederum anhand von dessen sprachlichen Schlagworten eine systematische Volltextsuche gestartet werden, die wieder weitere neue Listen findet und so weiter und umgekehrt. Das heißt, besonders in Kombination eröffnet dieses Repertoire an Methoden die Möglichkeit, Listen in historischen Zeitungen systematisch zu finden. Und das Ziel ist eben, eine Art offene Liste der Listen zu erstellen. Dieser Schritt, also diese offene Liste der Listen, befindet sich aktuell noch in Arbeit, also das ist Work in Progress, aber man kann auf jeden Fall mal bereits einen kurzen Zwischenstand geben, nämlich mit Hilfe des eben vorgestellten Methodenrepertoires war es bereits möglich, 11 digitale Ressourcen, die deutschsprachige Zeitungen von 1600 bis 1850 bereitstellen, teilweise zu durchsuchen. Und innerhalb dieser Ressourcen wurden bisher 192 periodisch publizierte Listen gefunden, die aus 62 verschiedenen Zeitungen stammen. Also einige dieser Listen wurden nur 1 oder 2 Jahre veröffentlicht, während andere über mehrere Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte erschienen sind. Außerdem deckt der Texttyp fast das gesamte 18. und frühe 19. Jahrhundert ab und der früheste Beleg findet sich bereits im Jahr 1703. Parallel dazu stammen die identifizierten Listen, obwohl eigentlich nur deutschsprachige Zeitungen berücksichtigt worden, aus ganzen 10 verschiedenen Ländern. Man sieht das hier in der Karte bzw. den Karten. Also die Funde sind über ganz Mitteleuropa verstreut und reichen sogar bis nach Nordamerika, wo sich ebenfalls historische deutschsprachige Zeitungen finden lassen. Also in Summe beweist bereits dieses erste Zwischenergebnis eigentlich die hohe Frequenz des Texttyps Liste in historischen Zeitungen und macht den Bedarf an Forschung in diesem Bereich umso deutlicher. Hinzu kommt, dass die Suche nach Listen auch dadurch eben Sinn macht, wie bereits erwähnt, dass diesen möglicherweise ein besonderes Potenzial für automatische Informationsextraktionsverfahren innewohnt. Und zu diesem Punkt kommen wir jetzt. Es sollen eben die Potenziale anhand eines konkreten Anwendungsfalls veranschaulicht werden. Dafür zoomen wir nach Österreich, genauer gesagt nach Wien, wo ich mich eben gerade befinde und wo die Zeitung Wienerisches Diarium 1703 von Johann Baptist Schönwetter gegründet wurde und 1780 in Wiener Zeitung umbenannt wurde. Also während des 18. Jahrhunderts wurde dieses Periodikum zweimal wöchentlich veröffentlicht und bot seinen Lesern verschiedene Textsorten, darunter eben verschiedene Arten von Listen wie Sterbe, Tauf, Heirats-, Abreise- oder Ankunftslisten. Und heute ist es eben genau diese zuletzt genannte Form, also die Ankunftslisten, die im Fokus stehen und anhand derer das Potenzial von Listen für automatische DH-Ansätze ausgelotet werden soll. Auf der organisatorischen Ebene wurde dieser Use Case durch ein einjähriges von der Stadt Wien finanziertes Forschungsprojekt ermöglicht, nämlich mit dem vollen Titel Visiting Vienna: Digital Approaches to the Semi-Automatic Analysis of the Arrival Lists found in the Wienerisches Diarium. Insofern gilt mein Dank an dieser Stelle kurz der Stadt Wien, sowie natürlich auch all den Kollegen, die ebenfalls zu diesem Projekt beigetragen und hier mitgearbeitet haben, nämlich Thomas Kirchmeier, Stefanie Salzburger, Sarah Indriesch, Oliver Jakowljewitsch und Kerstin Manninger. Damit zurück zum Inhalt des Projekts. Also das Untersuchungsmaterial bilden sogenannte Listen zur Ankunft deren Hoch- und Niedernstandspersonen, die zwischen 1703 und 1725 zweimal wöchentlich im Wienerischen Diarium publiziert wurden. Diese Texte wurden den Herausgebern über ein kaiserliches Privileg vom Hof bereitgestellt und dokumentieren die Ankunft hochrangiger Personen, etwa adelige Personen mit militärischer Funktion, Geistliche, aber auch Kuriere. Dabei enthält jeder Listeneintrag nicht nur personenbezogene Informationen wie Name, Profession, Titel oder Affiliation, sondern auch zeitliche und räumliche Informationen zu ihrer Reise, etwa das Ankunftsdatum, das von ihnen verwendete Stadttor, ihr Herkunftsort oder auch sehr interessant, ihr Unterkunftsort innerhalb von Wien.
Und eben diese semantische Dichte dieser kleinen Texte soll im Rahmen der Fallstudie Visiting Vienna mit Hilfe digitaler semiautomatischer Methoden genutzt werden. Praktisch umgesetzt wurde dieser Use Case durch einen vierteiligen Workflow, nämlich wurden zuerst verlässliche Volltexte erstellt, dann in einem zweiten Schritt wurde diese Volltextbasis übernimmt Entity Recognition Verfahren semantisch angereichert, bevor die Daten dann in einem dritten Schritt auf historischen Plänen Wiens verortet und visualisiert wurden. Außerdem werden die Ergebnisse aktuell für die Veröffentlichung und Archivierung vorbereitet, damit sie dann in Zukunft auch für weitere Nachnutzungsszenarien zur Verfügung stehen. Wie genau sind wir da jetzt Schritt für Schritt vorgegangen? Also den Ausgangspunkt für die Volltexterstellung bildet das Austrian National Newspapers Online-Portal, da hier fast alle Faksimiles der historischen Wiener Zeitung in hoher Qualität zum Download zur Verfügung stehen. Innerhalb dieser Faksimiles wurden dann alle enthaltenen Ankunftslisten identifiziert und diese Bilddateien nach einer Vorbearbeitung wiederum in die Transkriptionsplattform Transkribus hochgeladen, wo eine automatische Layout-Analyse und Texterkennung durchgeführt wurde. Für diesen letzten Schritt wurde auf das öffentlich verfügbare Modell Deutsche Faktur 18. Jahrhundert, Wienerisches Diarium M9 zurückgegriffen, das am ACDHCH für die historische Wiener Zeitung entwickelt wurde und eine sehr niedrige Character Error Rate von 0,8% erzielt. Außerdem wurden alle Texte zusätzlich manuell überprüft und bei Bedarf nachkorrigiert, um eben wirklich die hohe Qualität der Volltexte zu gewährleisten. Also dieser Punkt ist insofern wichtig, weil verlässliche Volltexte überhaupt erst die Basis für den Erfolg weiterer Prozessierungsschritte bilden. Das gilt insbesondere eben für Verfahren der Named Entity Recognition, die auf Token-Ebene agieren und zum Beispiel durch schlechte OCR-Qualität beeinträchtigt werden können. Dennoch ist es so, selbst wenn historische Zeitungen in Form von zuverlässigen Volltexten vorliegen, bilden sie eine Herausforderung für Named Entity Recognition Verfahren, nämlich aufgrund ihrer relativ hohen graphematischen Variation und anderer nicht Standardmerkmale. Daher haben wir im Rahmen des Projekts verschiedene Ansätze erprobt und miteinander verglichen, zum Beispiel die Verwendung bestehender Modelle für historisches Deutsch oder das Testen einer regelbasierten Pipeline oder eben den Einsatz von Large Language Models. Letztendlich wurden die besten Ergebnisse durch die Verwendung von GPT 3.5 erzielt, auf das über die OpenAI API in Kombination mit der Python-Bibliothek Promptify für Prompt Engineering zugegriffen wurde. Also über Promptify können Benutzer mehrere Parameter für die Named Entity Recognition definieren, wie zum Beispiel die Domäne ihrer Texte, annotierte Beispiele und die zu vergebenden Labels oder Kategorien. In unserem Fall wurde ein One-Shot-Ansatz gewählt, bei dem wir dem Modell eine beispielhaft annotierte Ankunftsliste mit 9 Einträgen übergeben haben. Außerdem wurde, wie man unten sehen kann oder auch bei den Kategorien, wurden diese deutschen Bezeichnungen, die Labels, in enger Übereinstimmung mit der internen Struktur der Ankunftslisten gewählt. Also es wurde zwischen Person, Stadttor, Datum, Herkunftsort, Unterkunftsort und Zielort unterschieden. Diese starke Anpassbarkeit an das Textmaterial ist sicher mit einer der zentralen Gründe dafür, dass sich mit diesem Ansatz letztlich sehr gute Ergebnisse für die Ankunftslisten erzielen haben. Weil es ist diese freie Wahl der Bezeichnungen im Vergleich zu relativ fixen Kategorien vortrainierter Modelle, die es ermöglicht, hochspezialisierte Kategorien zu nutzen, die dann auch die Struktur des Textmaterials widerspiegeln. Außerdem ist es so, dass die Ankunftslisten im Laufe der Zeit eine mehr oder weniger konsistente Struktur aufweisen, wodurch sich eben auch so ein One-Shot-Ansatz mit nur sehr wenigen Beispielen als eine praktische und effiziente Lösung anbietet. Das scheinen eben zwei der Hauptgründe zu sein, warum dieser Ansatz am besten funktioniert hat und sich als äußerst effizient für die semi-strukturierten Texte erwiesen hat. Um einen Eindruck davon zu vermitteln, wie effizient das letztlich war, also eine erste systematische Auswertung mit einem kleinen, zeitlich verteilten Goldstandard von 10 zufällig ausgewählten Ankunftslisten mit rund 80 Einträgen hat einen F1-Score von 0,99 ergeben. Also wirklich sehr hoch, aber man sieht diese hohe Effizienz jetzt auch in dem Beispiel rechts, wo zum Beispiel nur das Kärntner-Tor und ein Kurier nicht erkannt wurde. Und es bestätigt sich auch beim Blick in weitere Jahrgänge, die jetzt aktuell gerade systematisch ausgewertet werden, systematisch überprüft. Also man sieht, es ist eben so, dass dieses hohe Maß an Accuracy and Recall auch insgesamt zu halten scheint und es erlaubt also eine umfangreiche quantitative Analyse des Inhalts der Ankunftslisten.
Als Ergebnis von Schritt 2 haben wir also neben Faksimiles, Volltexten und Metadaten umfassende strukturierte Daten aus den Ankunftslisten gewinnen können. Und derzeit besteht dieser Datensatz aus fast 40.000 Entitäten aus über 1.400 Listen und ist besonders reich an Orten wie Herkunftsorten, Stadttoren und Unterkunftsorten. Gleichzeitig gilt es natürlich zu bedenken, dass der Output von dem Entity Recognition Verfahren grundsätzlich nur reiner Text ist und noch keine weiteren Details oder räumliche Angaben beinhaltet. Und um die in den Ankunftslisten gefundenen Toponyme, wie beispielsweise Herbersteinisches Haus oder Wilder Mann, dann tatsächlich auf historischen Stadtplänen lokalisieren zu können, müssen diese Daten zunächst erst in mehreren Schritten nachbearbeitet und aufbereitet werden. Das bedeutet, dass zum Beispiel unterschiedliche Schreibvarianten von Unterkünften normalisiert und miteinander verbunden werden müssen, ebenso wie die Vorkommen derselben Entität mit unterschiedlichen Namen, während unterschiedliche Entitäten mit identischen Namen einer Disambiguierung bedürfen und voneinander unterschieden werden müssen. Außerdem müssen Unterkünfte und alle anderen Orte geokodiert werden, das heißt auf Koordinaten zurückgeführt. Und um dies zu ermöglichen, sind auf jeden Fall ergänzende Quellen notwendig. Eine wertvolle Ressource, die dafür genutzt werden kann, ist das sogenannte Wien-Geschichte-Wiki, eine Wissensplattform, die auf Zeigers historischem Lexikon von Wien basiert. Diese umfangreiche Datenbank enthält Informationen zu über 15.000 geolokalisierten Orten in ganz Wien und bietet, wie man schon an dieser sehr dichten Punktwolke sehen kann, eben sehr viele Daten über die Wiener Innenstadt und deren Randgebiete. Nichtsdestotrotz ist es aber zu bedenken, dass viele dieser Datenpunkte nicht für die Geokodierung von Ankunftslisten relevant sind, einfach dadurch, dass die Ressource von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart reicht und damit teilweise auch zeitlich zu weit entfernt liegt. Aufgrund dessen macht es Sinn, dass man zusätzlich auch auf weitere zeitlich nähere Quellen zurückgreift, wie zum Beispiel auf das von Josef Anton von Trattner publizierte Häuserverzeichnis Wiens aus dem Jahr 1773, das prosopografische Portal WikPro, das Daten über Personen und Orte rund um den Wiener Hof enthält, oder ein Schilderregister für Wien von etwa 1795 und andere Ressourcen. Also wie man hieran bereits erkennen kann, liegt aktuell bereits eine relativ große Zahl solcher digitaler Quellen vor, mit Hilfe derer man dann frühneuzeitliche Unterkunftsorte geokodieren kann. Dennoch hat sich im Zuge der ersten Geokodierungsversuche relativ schnell herausgestellt, dass die genannten Quellen alleine nicht ausreichen, um die wirklich sehr dichten Ortsdaten der Ankunftslisten abzudecken, da eben eine hohe Anzahl an Unterkunftsorten nicht lokalisiert werden konnte. Als Lösung für dieses Problem wurde dann ein projektspezifischer Gazettier, also ein Ortsverzeichnis für Wien von etwa 1701 bis 1725 erstellt. Und der Ausgangspunkt für dieses Verzeichnis war der von Werner Arnold Steinhausen im Jahr 1710 erstellte Stadtplan Wiens, der sich durch hohe Genauigkeit und eine große Anzahl von Beschriftungen auszeichnet und in der Vergangenheit bereits von der Stadt Wien georeferenziert wurde. Zusammen mit Sarah Indriesch und Oliver Jakuljewitsch habe ich dann hierfür alle Beschriftungen, die auf dieser historischen Karte zu finden sind und insofern natürlich inhärent geokodiert sind, identifiziert und transkribiert. Außerdem wurde darüber hinaus gemeinsam mit meiner Kollegin Stefanie Salzburger das sogenannte Postbüchlein digitalisiert und geokodiert. Dieses Buch wurde 1701 von Johann Jordan verfasst, der in der Stadt Wien als, ich zitiere, römisch-kaiserliche Obersthof Postamtstagsbriefträger fungierte, also als der Postbote innerhalb der Kaiserstadt. Und sein Text eben, der seinen Weg von Haus zu Haus abzubilden scheint, sollte Personen dabei helfen, sich in der Stadt zurechtzufinden, bevor dann 1770 das erste Hausnummernsystem unter Maria Theresia eingeführt wurde. Weil bis dahin waren es eben rein Häuser-Schildnamen, auf die man sich verlassen hat. Tatsächlich ist es dann auch aus heutiger Sicht relativ gut möglich, der Route des damaligen Briefträgers auf historischen Karten zu folgen und Informationen zu den erwähnten Häusern zu sammeln. In einem letzten Schritt wurden diese beiden Ressourcen dann zusammengeführt, um ein detailliertes Ortsverzeichnis für das frühmoderne Wien zu erstellen. Also diese Karte zeigt, wie detailliert der resultierende Gazettier ist. Also insgesamt wurden auf Basis des Steinhausen-Plans 1469 Ortsnamen gesammelt und 957 davon, also ca. 65%, konnten dann zudem auch mit zusätzlichen Informationen aus Jordans Postbüchlein angereichert werden.
Warum ist jetzt so eine kombinierte Ressource überhaupt hilfreich? Wir können uns jetzt ein Beispiel anschauen aus den Ankunftslisten, eben eine konkrete Entität, wie Herr Hauptmann Posch, der als Unterkunftsort identifiziert wurde. Und wenn wir dann den Steinhausenplan betrachten, dann sehen wir hier zwar deutliche und eine bisschen weniger lesbare Erwähnung des Familiennamens Posch, was es dann aber letztlich unmöglich macht, den Unterkunftsort eindeutig zu lokalisieren. Dieses Problem wird dann aber tatsächlich lösbar, wenn wir die Informationen aus Jordans Postbüchlein mit einbeziehen. Nämlich hierin wird nur der erste Posch als Hauptmann bezeichnet, während für den zweiten und dritten angegeben wird, dass diese als Goldschmied bzw. Kupferschmied gearbeitet haben. Das heißt, man sieht schon, man kann hier selbst Unterkünfte dann mit relativ wenig Kontextinformationen, wie es in den Listen gegeben ist, nun genau einem bestimmten Haus zuordnen. Der praktische Test für diesen neuen Gazettier sowie die anderen erwähnten Ressourcen ist natürlich tatsächlich zu versuchen, so viele Unterkünfte aus den Ankunftslisten wie möglich zu geokodieren. Und dieses Beispiel zeigt bereits einen weiteren Vorteil von Listen auf, nämlich ihr Potenzial als eine Art von Referenzpunkten zu dienen. Sie weisen eben eine relativ hohe Entitätsdichte auf und haben auch einen gewissen Anspruch auf Geschlossenheit und könnten insofern als interessante Mittel genutzt werden, um unser derzeit öffentlich bzw. digital verfügbares Wissen über einen bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit abzuschätzen. Also in diesem Fall eben zum Wien des frühen 18. Jahrhunderts. Also unter der Nutzung der verschiedenen zusätzlichen Quellen, die gerade vorgestellt werden, stellt sich jetzt die Frage, wie viele der frühneuzeitlichen Unterkünfte können wir derzeit eigentlich bereits genau lokalisieren? Wie aus dem Diagramm links ersichtlich ist, kann der Aufenthaltsort einer Person bereits für rund 71% der mehr als 9.400 Listeneinträge genau lokalisiert werden, also wirklich bis auf das Haus genau. Außerdem kann ein kleiner Anteil, nämlich 2%, auch ungefähr lokalisiert werden, also auf eine bestimmte Straße, einen Platz oder zum Beispiel ein Nachbarhaus zurückgeführt werden. Diese Erfolgsquote ist ein bisschen schlechter, aber immer noch relativ hoch, wenn man sie auf der Grundlage der identifizierten Entitäten berechnet, wie man es rechts sieht. 55% aller verschiedenen Orte konnten bereits genau und 13% ungefähr lokalisiert werden. Das heißt, insgesamt erlauben es uns die vorhandenen Ressourcen bereits eine Mehrheit der gelisteten Unterkunftsorte tatsächlich geokodieren zu können. Zur selben Zeit zeigen aber auch beide Diagramme, dass sicher noch bestehende blinde Flecken in den verfügbaren Ressourcen existieren. So können zum Beispiel rund 21% aller Entitäten noch gar nicht lokalisiert werden und für 11% kommen mehrere Orte gleichzeitig in Frage. Außerdem gibt es auch noch Fälle, die für eine genaue Identifizierung der Unterkunftsorte die Identifizierung der ankommenden Person erfordern. Zum Beispiel, wenn jemand bei seinem Vater, seiner Mutter oder seinem Schwager übernachtet. Das heißt, die Lokalisierung von Orten im frühneuzeitlichen Wien birgt auf jeden Fall noch verschiedene Herausforderungen für die zukünftige Forschung. Gleichzeitig führt aber diese Geokodierungserfolgsquote von 73% aller Einträge bereits zu fast 7000 Datenpunkten in Zeit und Raum. Und um diese Datenmenge eben kartieren und interpretieren zu können, haben wir die Open-Source-Software QGIS für Analyse und Visualisierung verwendet. Man sieht diese Software eben im Screenshot und hier sind jetzt exemplarisch alle Datenpunkte für Unterkünfte in Rot dargestellt und alle 6 verwendeten Stadttore in Gelb. Natürlich macht das derartige Übereinanderlagern einer so großen Menge an Datenpunkten in der Praxis wenig Sinn und es erschwert es teilweise, weil eben räumliche und zeitliche Muster schlecht erkennbar sind. Wesentlich besser funktioniert es logischerweise, die diachronen Daten zeitlich zu kodieren und zu animieren und das werde ich jetzt in Form eben eines kurzen Zeitraffers einmal zeigen. Was man hier jetzt im Zeitverlauf sehen kann, ist der Steinhausenplan von 1710, auf dem eben die Unterkünfte von hochrangigen Personen in Form einer Heatmap visualisiert wurden. Das heißt, je oranger oder röter eine Region auf der Karte dargestellt ist, desto mehr Personen haben eben in dem jeweiligen Jahr in diesem Gebiet übernachtet. Und wie man sehr schön sehen kann, finden sich fast überall in der frühneuzeitlichen Stadt Unterkunftsorte, aber man kann trotzdem über die Zeit und in bestimmten Jahren einen oder mehrere Hotspots der damaligen Zeit deutlich erkennen. Wenn man das genauer betrachtet, was man gerade im Zeitraffer gesehen hat, zum Beispiel im Jahr 1703 gibt es verschiedene Hotspots für Unterkünfte im frühneuzeitlichen Wien.
insbesondere in der Nähe der Kärntner Straße, also hier im Süden, dann in der Nähe des Stubentors im Osten und besonders im Norden unterhalb der Donau. Und gerade diese letzte Region sticht eben sehr, sehr rot hervor. Wenn man da jetzt hineinzoomt, dann kann man sehen, also wenn man da jetzt hineinzoomt, dann kann man eben sehen, dass es mehrere Gebäude in der Nähe des Stadttors Roten Turm oder des heutigen Schwedenplatzes gibt, in denen eben Menschen untergekommen sind. Also im Jahr 1703 logieren die Menschen hier in vier Gasthäusern, nämlich im Steirerhof, den Drei Kronen, der Goldenen Sonne und dem Goldenen Hirsch. Und man kann auch eben sehen an der Verteilung der Heatmap, dass besonders der Goldene Hirsch von zentraler Bedeutung war und eben einer der Gasthöfe mit den meisten Gästen zu Beginn des 18. Jahrhunderts darstellte. Im Laufe der Zeit scheint sich diese Situation dann aber doch ein wenig zu verändern, nämlich im Gegensatz zu 1703 wird der Gasthof zum Goldenen Hirschen auf der Heatmap von 1710, also 7 Jahre später, weit weniger prominent dargestellt. Stattdessen sticht einem da als Betrachter oder Betrachterin klar ein spezifischer Punkt im Süden der Stadt ins Auge. Wenn man da erneut hineinzoomt, dann wird deutlich, dass dieser Hotspot ausschließlich vom Gasthaus zum Wilden Mann gebildet wird, das sich in der Kärntner Straße befindet. Das ist insofern eben bemerkenswert, weil sich dieser Hotspot jetzt nicht aus einer Gruppe von Gasthäusern wie vorhin auseinandersetzt, sondern wirklich nur aus einem einzigen. Es wird außerdem noch bemerkenswerter, wenn man dann weitere Zeitsprünge macht. Nämlich während viele der Hotspots nur ganz kurze Zeit existieren und von Jahr zu Jahr oder zumindest von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wechseln, bleibt der Gasthof zum Wilden Mann tatsächlich ein kontinuierlicher Hotspot und beansprucht auch in den Jahren 1716 und 1725 immer die Spitzenposition. Und wenn man dann alle Listen zusammenzählt, dann zählt das Wirtshaus tatsächlich insgesamt über 900 Gäste, also 10% aller Personen übernachten dort. Und stellt damit für die hochrangigen Besucher Wiens die bei weitem beliebteste Unterkunft des frühen 18. Jahrhunderts dar. Das heißt, diese empirischen Ergebnisse unterstützen teilweise vorhandene Theorie, nämlich zum Beispiel die Aussage des Wien-Geschichte-Wikis, dass der Wilde Mann im 18. Jahrhundert zu den angesehensten Gasthäusern Wiens gehörte. Und interessanterweise bringt die digitale Ressource in diesem Kontext insbesondere das dort angebotene Essen auf. Ich zitiere: Um die Mitte des 18. Jahrhunderts gab es in Wien im Allgemeinen 5 Menüs zu 24, 17, 12, 9 und 7 Kreuzern. Das teuerste gab es allerdings nur in den 5 vornehmsten Gaststätten, darunter beim Wilden Mann. Eine besondere Spezialität des Hauses war der Lungenstrudel. Es ist schwierig zu sagen, ob dieses besondere Gericht, also der Lungenstrudel, zum großen Erfolg des Gasthofs beigetragen hat. Es ist auf jeden Fall eine interessante Hypothese oder Frage, ist aber retrospektiv sehr schwierig zu eruieren und kann zumindest aus den Daten der Ankunftslisten allein nicht rekonstruiert werden. Was man aber bereits aus den Listendaten ableiten kann, ist, dass die Wahl der Unterkunft sicherlich mitunter von individuellen Vorlieben und Verhaltensmustern abhängig war. Und das kann man sehr gut anhand von Kurieren als Berufsgruppe illustrieren, die insgesamt über 950 Mal in den Ankunftslisten auftauchen. Es ist nämlich eben aufgrund ihres Berufs, dass Kuriere zu den häufigsten Reisenden zählen und deswegen besonders oft in den Ankunftslisten aufscheinen. Problematischerweise werden aber auch gerade Kuriere oft nicht namentlich genannt. Das heißt oft einfach ein Kurier. Es lassen sich aber dann doch in einigen Fällen oder in mehreren Fällen immer wieder individuelle Boten identifizieren. Und diese veranschaulichen spannenderweise gerade deutliche Muster in ihrem Reise- und oder Nächtigungsverhalten. Ein Beispiel ist der Kurier Thomas Hochleitner, der 5-mal in den Ankunftslisten erwähnt wird und sich laut diesen jedes Mal gleich verhalten hat. Nämlich in all seinen dokumentierten Reisen zwischen 1703 und 1709 kam er immer aus Innsbruck oder Tirol, betrat Wien immer durch das Kärntner Tor im Süden und übernachtete dann immer im Gasthaus zum Weißen Lamm, das sich auf der Hohen Brücke befand. Das heißt, man kann hier auf individuellem Level ein klares Muster erkennen. Ähnliche persönliche Vorlieben oder möglicherweise natürlich auch externe Regulierungen galten für den Boten Johann Boulanger. Also dieser taucht insgesamt ganze 13 Mal in den Ankunftslisten auf, kommt aus verschiedenen Orten, nutzt verschiedene Stadttore und übernachtet dann doch letztlich jedes Mal im Dorotheerhof neben dem Dorotheerkloster. Also auch hier wieder ein klares Verhaltensmuster.
Also das zeigt uns insgesamt, dass durch die Analyse der Ankunftslisten es eben nicht nur möglich ist, allgemeine Muster in den Bewegungen der frühen Neuzeit zu identifizieren, sondern auch eben individuelle Wege nach, um und innerhalb Wiens zu verfolgen. Und diese beispielhaften Potenziale sind dann natürlich nicht nur auf die Stadt Wien beschränkt. Also wie ich zu Beginn bereits erwähnt habe, enthalten viele historische Zeitungen regelmäßig veröffentlichte Listen und Ankunftslisten sind eben einer der häufigsten Typen dieser Listen. Bisher wurden nämlich 29 Fälle gefunden, die 15% aller Funde ausmachen und sich weit über das Mitteleuropa erstrecken. Also man sieht das auch auf der Karte dargestellt. Und ebenfalls auf dieser Karte inkludiert sind außerdem Abreiselisten, weil die ebenfalls eine weitere Form von Listen darstellen, die interessant wären für das Verfolgen von Reiserouten und ähnlichen Bewegungsmustern. Und die liegen eben in bereits 15 Fällen da. Zusammen würden alle diese Listen und natürlich auch noch weitere zu identifizierende Listen die Möglichkeit bedeuten, Personen, Schiffe und andere Entitäten nicht nur in Wien, sondern auch von, nach und in anderen Städten der frühen Neuzeit nachzuverfolgen. Das heißt, das ist sozusagen eine Vision von Visiting Beyond Vienna und diese könnte beispielsweise durch die Erstellung eines Wissensgrafens realisiert werden, der eben die Inhalte verschiedener Listen und Listentypen durch Linked Open Data verknüpft. Zumindest im Falle der Ankunftslisten könnte der vorgestellte digitale Workflow auf jeden Fall wiederverwendet werden und an weitere Zeitungen angepasst werden, um diese eben ebenfalls mit, also die kleinen Texte sozusagen zu Big Data zu transformieren. Mit dieser Idee kommen wir jetzt zum Fazit. Nämlich zusammengefasst hat zum einen der Anwendungsfall Visiting Vienna und auch die Vision von Visiting Beyond Vienna eine Vielzahl von Potenzialen aufgezeigt, die Listen für die Forschung im Bereich der Digital Humanities bieten könnten. Erstens stellen diese kleinen Texte ein sehr häufiges Phänomen dar, das eben Teil einer Vielzahl historischer Zeitungen ist. Zweitens ermöglichen sie aufgrund ihrer periodischen Natur diachrone Analysen. Drittens tauchen sie in Form einer Vielfalt von Listentypen auf, die sie dann wiederum natürlich für viele verschiedene Disziplinen interessant und relevant macht. Hinzu kommt außerdem, dass die hohe Informationsdichte von Listen im Sinne ihres hohen Prozentsatzes benannter Entitäten den Gewinn neuer Erkenntnisse verspricht und ihr repetitiver Charakter sie nützlich für die Disambiguierung von Entitäten oder die Untersuchung von Sprachwandel macht und ihre Semi-Strukturiertheit eine optimale Voraussetzung für automatische Ansätze bildet. Insgesamt zeigt sich also eine ganze Menge an Potenzialen und in Summe bestätigt der Vortrag, was Ulrich Schmitz bereits über kleine Texte festgehalten hat, nämlich Zeitungen kommen nicht ohne sie aus. Im Umkehrschluss wiederum macht es jedenfalls Sinn, dass auch die Digital Humanities nicht auf die Exploration kleiner Formen wie eben periodisch publizierter Listen verzichten, denn eben gerade solche kleinen Texte scheinen sich besonders für die systematische Gewinnung großer Daten zu eignen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.